Hallo, meine Lieben, wie geht es euch in Deutschland? Ich hoffe, dass vielleicht einige von euch nach Berlin gehen am Samstag. Ja, ich weiß, ich habe verschiedene Ansichten gehört über, was ein Christ machen soll, politisch, ob er auch demonstrieren soll oder ob er sich zurückhalten soll. Gibt es ja wirklich verschiedene Meinungen. Aber ich denke halt schon, wenn es etwas Friedliches ist und wenn diese friedliche Demonstration etwas unterstützt, ja, das auch meine morale Ansicht unterstützt, dann würde ich halt schon, glaube ich, dahin gehen und auch mit demonstrieren. Und diese moralische Ansicht, die ich halt eben habe, ist, dass ich keinen Mundschutz tragen muss. Ja, ich weiß ja selber, ob eine Gefahr da ist für mich und meine Mitbürger, meine Nachbarn. Und das kann ich ja selber abwägen als gebildeter Mensch. Und von daher muss diese Masken trage für mich selber zu bestimmen sein. Und nicht das politische System sollte eigentlich nicht bestimmen, ob ich Masken tragen muss oder nicht. Ich muss es selber stimmen. Als erwachsener Mensch, als bewusster Mensch, als verantwortlicher Mensch muss das selber bestimmen können. Ich muss Informationen selber sammeln können und mir eine Meinung bilden können, was jetzt wichtig ist für mich. Und ich weiß, dass also ich genügend Beweise habe, dass eine Maske wirklich nötig ist, dass ich auch eine Maske tragen würde. Ist ja ganz klar. Aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir das eben zurzeit nicht mit den ganzen Informationen, die ich habe. Ich sehe eher, dass ich dazu gezwungen werde, dass wir alle dazu gezwungen werden, etwas zu tun, das sie aber nicht unterstützen können durch wissenschaftliche Beweise. Und deswegen ist diese Demonstration sehr wichtig. Diese Demonstration ist auch wichtig für die Impfpflicht, glaube ich, sehr stark. Weil das nächste ist, was unsere Regierungen auf der ganzen Welt drücken werden, ist eben diese Impfpflicht. Das kommt. Ja, und wenn sie jetzt schon damit Erfolg haben, dass sie uns Masken aufzwängen, dann denken sie halt auch, dass sie Erfolg haben, uns Impfpflicht aufzuzwängen. Ich habe gerade heute zwei neue Videos gesehen über dieses neue wie nennt man das, diese neue Impfung, die RNA-Impfung. Und ich werde sie unten anbringen. Das ist leider auf Englisch. Wenn ihr Dinge auf Deutsch habt, bitte tut sie unten anbringen, damit ich sie vielleicht teilen kann auf meinem Facebook, also Edith Neumeier oder auch meiner Facebook-Gruppe Great Deceptions of the End Times. Da tue ich sehr viele Dinge posten. Also Great Deceptions of the End Times tue ich meistens die englischen Videos und auf meinem persönlichen Edith Neumeier mache ich mir eben die deutschen Videos und teile diese deutschen Videos. Und es ist so wichtig, dass wir uns auf dem Laufenden halten, dass wir uns gegenseitig unterstützen und uns gegenseitig diese Informationen weitergeben, weil ich ja doch ganz genau weiß, dass diese Informationen sehr schnell wieder gelöscht werden von Facebook und YouTube. Ich glaube, Facebook ist noch schneller wie YouTube, habe ich das Gefühl. Also die haben sofort diesen Independent Fact-Checkers und wollen uns sagen, ach ja, das stimmt ja gar nicht. Ja, Meinungen sind ja nicht mehr erlaubt.
Unsere Meinung ist ja nicht mehr erlaubt auf Facebook. Nein, es ist ja nur noch die Meinung von Facebook erlaubt. Und den Independent Fact-Checkers. Und wer sind diese Independent Fact-Checkers? Das ist eben die Frage. Was sind diese Independent Fact-Checkers? Die Independent Fact-Checkers arbeiten für die gleichen Leute, die eben diese Masken drücken. Ja, die drücken diese Masken. Und darüber will ich mal heute sprechen. Ja, wer steht dahinter? Wir wissen ja auch, dass dieser Sukharit Bhakdi, sein Video wurde auch runtergenommen, aber ich werde es auch wieder hier drauf machen, weil es gibt auch ein Video. Ich hoffe, dass es noch da ist, weil die gehen ja so schnell weg. Und dass es doch noch irgendwo hier rum geht. Ich werde es dann unten anbringen, aber es wurde von YouTube runtergenommen. Warum? Er ist ja ein gelehrter Professor und kennt sich ja da aus. Auch wenn er jetzt eigene Meinungen hat, warum sollte er von Facebook oder von YouTube genommen werden? Das ist ja unmöglich heutzutage, was die ja machen. Aber das ist halt, weil alles unheimlich über eine Instanz, und ich habe darüber schon gesprochen. Ja, ich habe darüber, guckt euch meine Videos an unter dem Playlist Endzeit auf Deutsch, und da findet ihr ganz bestimmt ein Video, das euch sagt, wer dahinter steht, weil ich das schon gemacht habe. Ich denke halt schon, dass es diese neue Weltordnung ist. Und wer ist obendrauf? Das ist eben Luzifer, Satan selber. Natürlich gibt es sehr viele, die sagen, ach, das gibt's doch gar nicht, denn der existiert ja gar nicht und so weiter und so fort. Nein, Leute, wenn ihr euch etwas informiert, dann hört ihr ganz bestimmt sehr viel über Außerirdische. Und diese Außerirdische sind nichts anderes als gefangene Engel. Ja, ihr müsst wirklich mal aufwachen. Sie haben das uns ja auch eingeredet, dass ja, Engel gibt es nicht und Dämonen gibt es nicht und den Teufel gibt es schon gar nicht. Ja, sie haben das gesagt. Aber jetzt auf einmal haben sie dann eingeführt, ah, aber Außerirdische, das kann es natürlich geben. Und wenn ihr zum Beispiel eben die Untersuchungen anschaut über Außerirdische und auch Leute, die von Außerirdischen geführt wurden. Das sehen ja eine Verbindung zwischen außerirdischen Entführungen und dämonischen Einwirkungen. Also Menschen, die dämonische Dinge erlebt haben. Ja, schaut euch das an. Auch schaut ihr ein Ding an, wie zwischen zum Beispiel Dinge, die mit Maria passieren, also wie zum Beispiel Fatima und Außerirdischen. Da ist eine Verbindung da. Und damit will ich halt auch sagen, dass zum Beispiel eben alle Erscheinungen von Maria als außerirdische Phänomene hingestellt werden können und dann wiederum halt eben als Gefangene, kreiert durch diese gefallenen Engel. Ja, ich werde vielleicht darüber noch mehr erzählen, und schreibt mir, ob ihr vielleicht Interesse habt, dass ich da mehr von erzähle, von diesen gefallenen Engeln. Ich glaube, ich habe sogar schon in einigen meinen Videos benannt. Und das ist ganz normal. Sie sagen halt, sie machen halt, da ist halt ja, eine Verbindung. Also Luzifer existiert, genau wie Gott existiert, so existiert auch Luzifer. Und Luzifer oder Satan oder der Teufel ist von Anfang an auf der Welt und verführt die Menschheit. Das ist doch, wenn ihr an Gott glauben müsst, ihr auch an Luzifer glauben, sonst ist die Bibel ein Lügner. Und dieser Luzifer, dieser gefallene Engel und die gefallenen Engel zusammen, und ich glaube, ich habe da auch ein Video drüber gemacht, guckt euch das an, ja, sind halt heute auf der Erde, und sie haben alles in der Kontrolle. Das Beast-System, ja, das ja von dem Offenbarung 13 redet, das ist ja schon hier.
Und hinter diesem Beast-System, was wir jetzt haben, da steht ja Luzifer. Und deswegen werdet ihr alles daran setzen, alle Leute zu stoppen, die ihm im Weg stehen. Und dazu gehören auch diese Demonstrationen in Deutschland. Diese Leute wie diese professionellen Leute wie Sukharit Bhakdi, er wird sie aufhalten. Ja? Und ja, ich bin schon dafür, dass die Menschen zu diesen Demonstrationen gehen. Aber ihr müsst auch aufwachen und nicht überrascht sein, wenn diese Demonstrationen dann niedergemacht werden. Dass diese Menschen eingesperrt werden, auch wenn sie friedlich demonstrieren. Sie werden das unterbinden. Ja, das, ich bin das, ich bin, ich finde, es ist wichtig, dass man das macht. Ja, sehr wichtig. Aber als Christ muss man auch wissen, dass es einen Plan Gottes gibt. Und dieser Plan Gottes wird weiterhin vorgedrückt werden. Und der Plan beinhaltet halt auch, dass Satan die Welt total unter seiner Kontrolle hat. Und der Satan weiß ganz genau, dass der Zorn Gottes nahe ist. Satan weiß ganz genau, dass die Zeit der Heiden zu Ende ist. Er weiß ganz genau, dass die Entrückung sehr, sehr, sehr nah ist. Und deswegen ist er so wütend und versucht, unter all der Gewalt, die Dinge noch unter Kontrolle zu haben. Wenn die Gemeinde weg ist, wird er totale Kontrolle über die Menschheit haben. Ja, und er wird wiederum genauso wie vor der Sintflut. Alle Menschen versuchen, also die DNA von den Menschen zu ändern. Wie weiß ich nicht, ob es jetzt mit dem nächsten Impfstoff passiert, mit dem RNA-Impfstoff oder ob er irgendwas anderes benutzt, das weiß ich nicht. Aber sein Ziel ist es, die DNA von den Menschen zu ändern, damit sie nicht mehr fähig sind, wirklich Jesus Christus als Retter anzunehmen. Ihr müsst das wirklich verstehen und es wird kommen. Und sie werden das nicht zulassen. Ja, sie werden das nicht zulassen. Diese neue Weltordnung, US-Imperium, dieses US-Imperium, ja, das man ja sehr selten hört. Wenn ihr über den Ganser schon gehört habt, Daniele Ganser, glaube ich, ja, heißt er, aus der Schweiz. Wenn ihr von ihm gehört habt, er hat ein Buch geschrieben, sein letztes Buch ist über Imperium USA. Und ja, die USA ist ein Imperium, USA ist die neue Weltordnung und über USA steht eben Luzifer. Woher weiß ich das? Ja, ich habe das natürlich schon sehr oft gehört, aber ich möchte heute ein Buch teilen und leider ist es aber auf Englisch. Ich habe von jemandem gehört, dass ich das Buch lesen soll. Ein Riesenbuch. Ich habe gedacht, ah, das ist nur ein kleines Buch, habe ich es bestellt. Und zwar ist das Buch 50, also ich sage es auf Englisch, 50 Years in the Church of Rome oder 50 Jahre in der römisch-katholischen Kirche. The Conversation of a Priest, die Unterhaltung eines Priesters. Bei Charles Ginniqui, also hier ist das Buch und ich werde es unten anbringen. Ja, ich weiß es nicht, ob es auf das auf Deutsch gibt. Ja, ist ein Riesenbuch. Dass dieser Priester, der schreibt sozusagen seine Lebensgeschichte, 50 Jahre Lebensgeschichte von diesem Priester. Wann wurde er geboren? 1800 noch was. Mal nach, wo steht's denn? 1800, ich glaube 1803 hat seine Mutter, sie wurde Mutter, er wurde geboren 1809. 1809 wurde er geboren. Ja, er hat sehr viel durchgemacht. Er wurde geboren in, glaube in Kanada, zu einer kanadischen katholischen Familie und sein Vater wäre fast auch
Priester geworden, hat sich aber dann durch irgendwas ist was passiert und ist dann kein Priester geworden, hat dann geheiratet und ist also dann allmählich, ist er, dieser Priester, der das Buch schreibt, nach Amerika gekommen, hat dort mit einigen Leuten, ich glaube sogar den Staat Illinois gegründet und hat sogar Abraham Lincoln kennengelernt und hat darüber geschrieben, die Begegnung mit Abraham Lincoln. Es ist ein Riesenbuch und ich habe gedacht, meine Güte, ich kann doch nicht das ganze Buch lesen, weil es war wirklich schlimm. Und dann hat mich Gott wirklich geführt und ich hätte es vielleicht zeichnen müssen, weil jetzt finde ich es nicht mehr. Zu einem Kapitel, wo er dann wirklich angefangen hat, also mehr hinten, das sieht man dann, dass er eben sich Gedanken gemacht hat über, er hat Dinge erlebt und hat dann eben gemerkt, dass die römisch-katholische Kirche Babylon die große ist in Offenbarung 17. Und er hat dann das gehört Offenbarung 18, komm heraus aus ihr, komm heraus aus Babylon. Ja, das steht ganz genau in Kapitel 18. Und er hat es gehört und zuerst hatte er es abgelehnt und er wollte es nicht hören. Er hat gedacht, ist es vielleicht sogar vom Teufel. Aber dann hat er dann doch sehr klar die Stimme Gottes gehört und ich bin also noch nicht durchgekommen. Also mit dem ganzen Buch, weil es ist unheimlich lang, sehr, sehr lang. Und wie gesagt, es ist ja ein großes Buch, das ist nicht nur ein kleines. Und dann schreibt er eben sehr viel über die geheimen Pläne von den Jesuiten, dass sie Amerika übernehmen möchten. Sie schreiben, die Jesuiten sind sehr stark, der Papst ist sehr stark gegen freien Willen und besonders halt Amerika, der protestantische Staat von Amerika und der halt sehr stark auf freien Willen gebaut ist und freie Meinung. Und sie haben halt da schon 1800 vor diesen Staat herunterzubringen oder diesen Staat einzunehmen. Und das ist halt schon seit 1800 der Fall gewesen, dass die USA übernehmen wollten. Und sie haben das sehr ja, systematisch gemacht. Und eben heute haben sie halt USA auch schon in der Hand. Und deswegen habe ich ja auch in anderen Videos schon gesagt, dass das Papsttum ist ja das kleine Horn auf dem Tier, aus dem Meer. Das ist das Papsttum. Und das Papsttum hat ja nur Europa in der Hand gehabt, bis Europa nicht mehr so gemacht hat, wie das Papsttum es wollte. Und dadurch hat dann der Papst verursacht, dass die ganzen Königreiche von Europa zerstört werden. Ja, Frankreich durch die Revolution und dann Deutschland, der Kaiser aus Deutschland, also das Deutsche Reich wurde zerstört, auch das österreichische, also die ganzen europäischen Königreiche wurden zerstört. Dazu gehören auch eben der Zar in Russland. Die wurden alle zerstört. Das Einzige, das übrig blieb, war England. Aber man denkt ja, dass England nicht dem Papst anhängt und sie ihre eigene Kirche haben. Aber auch England, die Kirche Englands, wurde sehr früh wieder von den Jesuiten übernommen. Und England ist gemischt. Auch da gibt es sehr viele Katholische, die eben auch diese Dinge schon in der Hand haben. Ich denke schon eben, dass auch also das Könighaus, das englische Könighaus, dass sie eben auch dem Papst anhängen. Das ist sehr stark. Ja, weil sie ja, wenn man sich das
wenn man nachforscht, wissen wir ja, dass sie sehr stark aus Deutschland, ja, sich vermischt haben mit Deutschland, mit den Könighäusern von Deutschland und vielleicht da eben doch noch sehr viel katholische Dinge sich eingeschlichen haben, auch in die Kirche Englands. Aber darüber will ich ja nicht reden, weil dieser hat ja ganz besonders eben von der römisch-katholischen Kirche geredet in Amerika. Und wie gesagt, ich werde euch da noch mehr darüber erzählen. Also Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Also ich werde sehr lange brauchen, bis ich das Buch gelesen habe. Ihr könnt aber vielleicht mal gucken. Ich gucke mal selber auch, ob ich es vielleicht auf Deutsch finde. Weil es ist wirklich ein ganz gutes, gutes Buch. Und wenn ihr denkt, dass das Ding schon sehr alt ist, ja, fast 200 Jahre alt, dann ist es natürlich noch enormer. Weil es dann ganz genau eben zeigt, ja, wie halt auch dann Amerika sich ja zuerst, war zuerst eine Demokratie und hat sich halt, ja, sollte für die Leute sein, für das Volk sein. Aber es hat sich schon sehr, sehr früh, schon während der Zeit eben von Abraham Lincoln, das wissen wir ja. Wir wissen, glaube ich, sogar, dass Abraham Lincoln durch einen Jesuit umgebracht worden ist. Ja, weil er halt gegen diese Bewegung stand. Diese Bewegung, dass eben die römisch-katholische Kirche Amerika übernimmt, gestanden ist. Und sie haben ihn dadurch umgebracht. Das allererste, was ja die Jesuiten oder die römisch-katholischen gemacht haben, ist das Geldsystem. Sie wollten ja das Geldsystem unter ihre Kontrolle bekommen. Und dadurch haben sie halt den Dollar schwach gemacht. Und da hat halt eben der Abraham Lincoln nicht mitgemacht. Ja, er hat da sehr gekämpft, dass es zu diesem Föderalbank kommt. Aber allmählich kam es dann trotzdem zu dieser Föderalbank und dann muss man sich halt eben überlegen, wer steht ganz über dieser Föderalbank. Es sieht so aus, als wenn halt jetzt zur Zeit ja, jüdische Finanziere da die Führung haben über diese Bank. Aber in Wirklichkeit kann man sicher auch diese Hierarchie zurückverfolgen auf das Papsttum. Und ich weiß es nicht, Papst oder ob es der schwarze Papst ist. Ihr wisst ja, wer schwarze Papst ist, ja? Der schwarze Papst ist der obere von den Jesuiten. Der ist sozusagen der General von den Jesuiten. Und er sagt auch ganz klar in diesem Buch, dass das eine Militärorganisation ist, diese Jesuiten. Er sagt es 50 Jahre in der römisch-katholischen Kirche, er sagt das ganz klar, dass die Jesuiten eine Militärorganisation ist. Und es gibt noch ganz viele Organisationen, die ausgehen aus, ich glaube, hat er gesagt, San Francisco oder Los Angeles ausgehen. Das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Aber dass da ganz viele andere Gruppen ausgehen. Finanzielle Gruppen, die ja Amerika eingenommen haben. Und ich glaube, da haben sie halt angefangen, finanziell Amerika einzunehmen, damit sie Amerika kontrollieren können. Aber sie haben das auch so gemacht, dass es nicht aussieht, als wenn es eben die Jesuiten sind oder die römisch-katholischen Kirche oder der Papst oder der schwarze Papst, sondern sie haben das so aussehen lassen, dass es die Juden sind. Ja, sie haben den Juden ja eine besondere Rolle gegeben. Das haben sie ja schon, der Papst damals hat es ja schon mit der Rothschild-Familie gemacht. Die Rothschild-Familie, die verwaltet ja das Geld, also die ganzen, nennt man das Treasury, die ganzen Schätze, ja, die ganzen Schätze vom Vatikan
sei es das Geld und alle Wertschätze. Verwaltet die Rothschild-Familie. Sie haben das schon von Anfang an, waren sie die Verwalter von dem Schatz oder den Schätzen vom Vatikan. Und dadurch, immer wenn wir halt eben die Rothschild irgendwo sehen, finanziell haben sie ja die ganze Welt in der Hand, wissen wir halt auch, dass diese Rothschild auch für den Vatikan arbeiten. Ja, wir sehen das aber nur vorne im Vordergrund. Aber was ich auch sagen möchte, ist, dass ja schon der Vatikan oder das Papsttum schon von Anfang an gerade gegen Deutschland war. Warum war der Papst schon von Anfang an und nicht von Anfang an? Aber seit der Zeit von den Kaisern, den letzten Kaisern, weil sie wurden ja protestantisch. Und deswegen haben sie natürlich das Papsttum gehindert in Deutschland. Ja, sehr stark. Und dadurch mussten sie halt aus dem Weg gebracht werden. Alle, die gegen den Papst gestanden sind, wurden aus dem Weg geschafft. Und wir sehen das halt nicht. Wir sehen ja wieder viel, ach ja, die Zionisten haben das verursacht. Ja, dass sie eben, dass Deutschland gestürzt wurde, also das Deutsche Reich gestürzt wurde. Aber wenn wir wirklich ganz tiefer gehen, sehen wir, dass es halt wirklich zurückgeht zum Papsttum. Und ja, wir wissen ja dann zum Schluss, was mit dem Papsttum passiert, mit dieser Hure Babylon. Das können wir in Offenbarung 18 lesen. Was passiert mit dieser Hure? Ja, sie wird verbrannt, sie wird heruntergebracht. Die eigenen Leute, die sie eigentlich unterstützt haben, die 10 Hörner, ja, sie hassen sie. Und trotzdem weinen sie ihr nach. Ich muss es mal gucken, wo das steht. Das ist 18, Offenbarung 18. Es ist wirklich interessant. Ihr müsst euch das angucken. Und ich gucke es gerade jetzt schnell nach, jetzt vielleicht schon anschauen müssen. Aber da wird halt der Fall von Babylon gezeigt. Jetzt muss ich natürlich wieder zurück, weil ich nicht ganz genau das habe, was ich möchte. Ich will das von einer ganz bestimmten, damit ich einstellen kann. Ich will ja die Schlachter wieder. Das ist ein Theater, bis das immer da ist. Aber ihr habt dann auch Zeit, selber das nachzuschlagen. Ja? Und da steht es halt in Kapitel 18 von der Offenbarung. Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden. Denn von dem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Wollust reich geworden. Wow, reich, also Wollust. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, sie sprach: Geht aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünde teilhaftig werdet. Und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangen, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und gebt ihr, die das Zweifache nach ihren Werken, in den Becher, welchen sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. Ja, was hat sie gemacht? Sie hat die Heiligen umgebracht, gepeinigt, verbrannt, ja, und
Ah, zu Tausenden hat sie die wahren Gläubigen umgebracht. Und jetzt sagt Gott hier, gebt ihr zurück doppelt, was sie den Heiligen angetan haben. Wahnsinn, wenn wir das überlegen. Wer will das? Wer will das ertragen? Deswegen sagt Gott, kommt aus ihr heraus. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tage ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Braut schlagen, an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht und Wollust getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen und werden von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt. Denn in ihr, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Die Ware von Gold, Silber und Edelsteinen und Perlen und feinen Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei, was weiß ich, Holz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte von köstlichem Holz und Erz und Eisen und Marmor und Zimmet und Räucherwerke und Salbe und so weiter und so fort und so fort, alles Mögliche halt. Ja, Pferde, Wagen, Menschen. Und die Früchte, woran deine Seele Lust hat, sind dir entschwunden und aller Glanz und Flitter ist dir verloren gegangen und man wird ihn nicht mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von ferne stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feinen Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde wurde dieser große Reichtum verwüstet. Ja? Und dann in 20 steht, seid fröhlich über sie, du Himmel und ihre Heiligen und Aposteln und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Wow, wow, hier ist die Rache. Ja, hier ist die Rache Gottes. Warum? Weil sie die Heiligen umgebracht hat. Aber nicht nur Heiligen umgebracht, ja, nein, weil sie die Heiligen verführt hat. Sie hat ja seit 1500 die Heiligen ja nicht mehr so verfolgen können, dass sie sie alle umgebracht hat, auf dem Scheiterhaufen verbrannt und so weiter und so fort, ja. Wir hatten ja Reformation. Da ging das nicht mehr, weil sie ja nicht alleine mehr herrschte. Ja, was hat sie denn dann gemacht? Sie hat sich in den Untergrund, durch den Untergrund hat sie sich eingeschlichen in die Universitäten und die Seminare, protestantischen Universitäten und protestantischen Seminare und hat da die falsche Lehre von der Endzeit verkündet. Menschen, ihr müsst aufwachen. Sie hat da das alle verbreitet. Und dadurch sind die Leute, ja, weil sie Lügen glauben, werden sie noch mehr und mehr verführt. Und ich denke halt heute, frage ich mich, wie viele Menschen wirklich gerettet sind. Auch wenn sie hören, oh, praise God, ja, preis Gott und die Hände hochhalten und ja, singen und ja, in Ekstasie sind. Ja, auch wenn sie das tun, sind sie wirklich gerettet, sind sie wirklich, gehen sie wirklich, folgen sie Jesus wirklich nach? Oder ist es nur wieder ein Schein, dass sie halt in einer, was weiß ich, Scheinwelt leben? Ich weiß es nicht. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, was ich noch glauben soll. Aber ich weiß, ich habe jetzt schon einige Videos gemacht und ganz genau gezeigt,
wie sich dieses Dispensions, diese Dispensionstheologie eingeschlichen hat in die protestantischen Gemeinden. Hier in Amerika ganz stark, in Deutschland ganz, genauso, wie sie sich eingeschlichen haben. Ich möchte nur eine Gemeinde finden, die wirklich das Richtige über die Endzeit lehrt. Ich habe noch keine Gemeinde gefunden. Ich habe noch keinen Pastor gefunden, der wirklich gute Lehre predigt in Deutschland, auch nicht in Amerika. Sie sind alle versäuert. Alle sind sie versäuert. Leute, ihr müsst aufwachen. Und jetzt haben wir natürlich Menschen, die aufwachen gegenüber unserer Regierungen. Aber wiederum glaube ich schon, dass sie auch gefangen sind in dem Glauben, dass wir wirklich eine Demokratie haben. Wir haben keine Demokratie. Uns wurde erlaubt zu glauben, dass wir eine Demokratie haben, damit die Oberen, ja, das Papsttum, uns wieder weiterhin verführen kann und in der Dunkelheit lassen kann. In Deutschland gibt es ja ganz wenige wahre Gläubige. Ganz, ganz wenige. Ja, Deutschland ist total in der Dunkelheit. Und jetzt haben wir einige Leute, die aufwachen und sagen, halt mal, da machen wir mit diesem, mit diesen Masken und mit diesem, was die Regierung so uns da auftischt. Wir machen da nicht mit. Und trotzdem sind diese Menschen immer noch in der Dunkelheit, weil sie ja nicht Jesus Christus annehmen, weil sie nicht Jesus nachfolgen, weil das Ganze steckt ja auf Nachfolge, Menschen. Es geht nicht darum, ob ich jetzt glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass ich ihm nachfolge und dann glaube ich natürlich das andere auch. Dann glaube ich natürlich auch, dass er für mich gestorben ist. Aber wenn ich nicht gewillt bin, Jesus Christus nachzufolgen, so nachzufolgen, wie er das mir erzählt, ja, wie er das eben vorhat, wir sollen ihm nachfolgen, in allem nachfolgen, dann weiß ich halt nicht, ob die Menschen auch wiedergeboren sind. Diese wiedergeboren, das Jesus gesagt hat. Nikodemus ist ja zu ihm gekommen, hat gesagt, und Jesus hat gesagt, du musst wiedergeboren werden. Und Nikodemus hat das nicht verstanden. Und Jesus hat gesagt, was, du bist ein Jude und also ein wahrer Lehrer von den Juden und du weißt nicht, was es heißt, wiedergeboren zu sein? Ja? Was heißt wiedergeboren? Wiedergeboren heißt, dass wir den Heiligen Geist haben müssen. Das heißt, wir müssen Jesus nachfolgen. Wir müssen mit Jesus verbunden sein. Verbunden heißt eingepropft sein in diesen Weinstock. Ja, eingepropft sein. Wenn wir in den Weinstock eingepropft sind, dann kann der Heilige Geist in uns hineinfließen. Dann werden wir lebendige Zweige. Und das muss halt eben passieren. Das passiert nur, wenn wir eingepropft sind. Das passiert nur, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. In meinem letzten Video habe ich gesagt, das passiert nicht, wenn wir in Zungen reden oder Menschen heilen oder diese ganzen Dinge, die halt die Leute denken, diese charismatische Bewegung denkt, dass passieren muss. Dämonen austreiben und so weiter. Das ist wirklich, ja, schon ein Zeichen, dass man vielleicht den Heiligen Geist hat, aber das ist kein, wie nennt man das? Garantie. Genau das ist das Wort. Das ist keine Garantie. Die Garantie ist nur, wenn ich Früchte bringe. Die Früchte vom Heiligen Geiste, das ist eine Garantie, dass ich auch mit Jesus Christus verbunden bin. Das ist die einzige Garantie. Wenn ich die Früchte bringe, die ich weiß gar nicht mehr, wo es sind, schlag sie nach, Früchte des Heiligen Geistes, dann wisst ihr das. Wenn ich diese Früchte bringe, natürlich alle nicht, also immer, weil wir haben immer noch unsere alte Natur und deswegen können wir nicht 100% alles perfekt machen. Ja, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ja, ich möchte jetzt zum Ende kommen und
Guckt mal nach, ich gucke mal nach, ob ich dieses Buch finde. Das ist wirklich interessant. Ein Charles Chiniquy. Chiniquy. Er ist ja natürlich aus Kanada, da war er, wurde geboren und deswegen er hat da Französisch gesprochen zuerst. Ja, ich glaube ja, also Französisch zuerst so. Da kommt er, glaube ich, aus den Franzosen, französischen Seite. Chiniqui. Ja, also, kommen wir jetzt zum Ende. Ich hoffe schon sehr stark, dass in Deutschland was passiert mit diesen Demos. Aber ich glaube auch, dass vielleicht nichts passiert. Und deswegen seid nicht so traurig, sondern denkt immer daran, dass Jesus Christus hofft auf Jesus Wiederkunft. Hofft immer nur auf Jesus Wiederkunft, weil betet dafür, dass er kommt. Betet dafür. Ich glaube, zu wenige Leute haben gebetet. Dein Reich komme. Wir müssen beten, dein Reich komme. Ja, dein Reich komme. Wir müssen das jeden Tag beten. Dein Reich komme. Weil nur durch sein Reich wird diese Welt geheilt. Nicht durch irgendein politisches System. Dadurch wird nichts geheilt. Im Gegenteil, es fängt immer wieder von vorne an. Immer wieder von vorne. Nur wenn wir sagen oder wenn wir Jesus Christus hier auf der Erde haben, wird es anders werden. Und sogar dann, ja, und sogar dann werden auch wieder Leute rebellieren. Ja, nach 1000 Jahren wissen wir, Kapitel 20 in der Offenbarung, dass die Leute wieder nach 1000 Jahre Friedenszeit wieder rebellieren. Ja, weil die Menschen halt einfach das nicht zustande kriegen. Sie kriegen das nie zustande. Und deswegen können wir nur Jesus Christus folgen. Also, nochmal, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr könnt, geht zur Demo. Das wäre ganz toll.